Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute mal kein Transport Fever 2, sondern wir spielen heute mal Train Sim World zusammen. Ein Spiel, was ich mir schon seit langer, langer Zeit zulegen wollte und es jetzt endlich mal getan habe. Ich hatte nämlich per Zufall in Steam Shop gesehen, dass die neue Strecke hier, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, am 24. März erschienen ist. Und dann habe ich mir das Ganze gleich mal zugelegt und wir werden jetzt auch mal auf dieser neuen Strecke eine Runde fahren. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier die Einführung gleich an. Ja, ein wirklich klasse Spiel. Ich hab ja immer gerne den Train Simulator gespielt, aber die Performance da bin ich nie mit warm geworden und man muss auch Hunderte von Euro ausgeben, um da wirklich mal ordentlich Rollmaterial zu haben und ordentliche Szenarien spielen zu können, geschweige denn die Strecken, die man sich zulegen muss. Und hier in Train Sim World ist das Ganze auch nicht ganz billig. Zum Beispiel dieses Add-on hier hat 29,99 € gekostet. Ich glaube 10% billiger, wenn man es im Vorverkauf sich zugelegt hat. Ist auch nicht ganz billig, aber der Umfang gerade der deutschen Strecken und des Rollmaterials ist natürlich nicht so hoch. Und deswegen kann man hier am Anfang eigentlich für knapp, ich würde mal sagen, wenn es im Sale ist, so für zwischen 70 und 100 Euro sich alles zulegen. Ich habe jetzt die Hauptstrecke Rhein-Ruhr und ich habe die Strecke Aschaffenburg nach Gemünden und werde mir die nächsten Tage aber noch ein paar Strecken und auf jeden Fall auch die BR155 zulegen, damit wir die im Güterverkehr fahren können. Und ja, ihr könnt euch in nächster Zeit auf jeden Fall auf mehr Videos freuen und grafisch ist das Ganze natürlich richtig, richtig klasse. Ja, legen wir mal los. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Hauptstreckeneinführung Rhein-Ruhr und schauen uns das mal an. Starten wir das Ganze mal. Ja, ich habe teilweise Screenshots von dem Spiel gesehen, wo ich mir echt dachte, ist das jetzt ein echtes Bild oder ist das ein Screenshot? Ihr werdet das gleich sehen. Und auch performance-technisch ist das Ganze natürlich auch viel, viel besser. Ich meine, guckt euch das an. Ist das nicht klasse? Gut, der Regen sieht jetzt nicht so prickelnd aus, aber Das ist an. Essen Hauptbahnhof. Nehmen Sie die Unterführung zum Bahnsteig 10, um einen Zug zu nehmen. Essen Hauptbahnhof. Das Coole an dem Spiel ist halt auch, man kann hier rumlaufen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Hier kann man alles lesen, Streckenstörungen. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr Lust habt. Einmal Pause, das Video pausieren. Also das ist schon wirklich, also richtig, richtig klasse. Einzigste, also ich habe bisher gesehen, das Einzigste, was halt noch fehlt, ist der Fernverkehr oder auch Privatbahnen. Also ich habe bisher nur, also ich habe einmal kurz auf der Strecke Aschaffenburg-Gemünden eine Runde gedreht, aber sonst noch gar nichts. Und was ich so an Videos vorher gesehen habe, es gibt halt wirklich nur Material der Deutschen Bahn, scheint es mir, nur in diesem Verkehrsrot, aber schauen wir mal. Einmal hier hoch. Ist halt auch cool. Man kann hier unten langlaufen. Das ist schon wirklich klasse. Lass mich einmal durch. Ich bin Lokführer. Grafisch ist das, wie gesagt, einfach nur allererste Sahne. Hier einen kleinen Snack kaufen. Die RE11 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Ja, die Strecke ist hier. Einmal von Bochum nach Duisburg, beziehungsweise einmal zurück, so einmal rein. Suchen Sie sich einen Sitz, ja, setzen wir uns doch mal hin, das kann man hier nämlich auch machen. Man kann hier einfach mitfahren. Einmal hier, oder gehen wir in die erste Klasse? Gibt es hier erste Klasse? Wir rennen hier einmal durch, Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss einmal durch. Ja, wir setzen uns hier natürlich in die erste Klasse. Einmal hier die Tür auf. Machen wieder zu. Hallo, guten Tag. Nun Sauwetter heute. Setzen wir uns hier mal hin. So. Und dann geht das Ganze auch los. Einmal den HUD aus hier mit F1 oder lassen wir mal an.
und auf geht's. So kann man das auch machen. Man kann hier einfach sich von der KI befördern lassen. Das ist halt echt super. Drüben steht der Regionalexpress. Die Hauptstrecke Rhein-Ruhr bietet Nahverkehrszüge und Expresszüge im Nordwesten Deutschlands zwischen den geschäftigen Großstädten Duisburg und Bochum. Ja, und der Fokus der Erweiterung liegt halt wirklich so auf dem Ruhrgebiet. Es gibt die Ruhr-Ost-Erweiterung, gibt es noch, dann gibt es noch hier Wuppertal nach, ich weiß gar nicht wohin, nach Hagen, glaube ich. Das ist schon echt klasse, also guckt euch das an, das ist... Sie fahren derzeit einen Elektrotriebwagen BR425. Dieser besteht aus Formationen mit 8 Wagen und betreibt Regionalstrecken dieser Region. Auch hier die Menschen, das sieht schon echt super aus. Also wahnsinnig, wahnsinnig cool. Train Sim World ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir das Äußere dieses Zuges erkunden. Einmal die Frontkamera. Und mit den Pfeiltasten kann man da natürlich auch rumfliegen. Klasse, klasse, also. Weitere interne und externe Kameraansichten können mit den Zahlentasten erreicht werden. Mal einen Screenshot machen. Zack. Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Willkommen auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Stellen Sie sich der Herausforderung, Pendler auf einer geschäftigen Hauptstrecke zu befördern. Fahren Sie entlang der Hauptstrecke, die die Städte der größten Metropolregion Deutschlands verbindet. Bedienen Sie diverse Verbindungsmuster zwischen verschiedenen Zielen. Halten Sie einen straffen Zeitplan mit vielen regulären Personenzügen ein. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Feuerlöscher ersetzen, Plakate anbringen und mehr Fahrkartenautomaten in Gebrauch bringen. Wählen Sie zwischen Nahverkehrs- und Expresszügen und reisen Sie auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ja, das ist halt auch cool, dass man hier so Aufgaben, also wenn man fährt, kann man an den Bahnhöfen aussteigen und da gucken, ob es da irgendwas zu erledigen gibt. Ja, das ist schon richtig, richtig, richtig cool. Okay, das war's schon. Machen wir nochmal die Einführung der S-Bahn. Gibt halt auch noch viel ausländisches Material. Amerika, Großbritannien. So, einmal die S-Bahn. Willkommen in diesen S-Bahn-Elektrotriebzügen in der verkehrsroten Lackierung der DB. Diese kurze Einführung umfasst den Umgang mit den Fahrgästen und die Fahrtwiederaufnahme nach einer Notbremsung. Legen wir mal los. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Hier, das ist die... Ja, die 25er hier. Einmal rein hier in die gute Stube. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. So. Muss mich ja nicht jeder beobachten hier. Einmal zu hier. Dankeschön. Okay, unten kann man noch durchgucken. So. Um das Bedienpult zu aktivieren. Einmal anmachen. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Genau, vorwärts. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Kann man hier aus dem Fenster gucken? Nö, aber man kann... Okay, alles sicher. Einmal wieder hoch. Und dann können wir hier links öffnen. Oben links seht ihr dann den Kreis, der sich füllt.
zeigt dann an, wie lange es noch dauert, bis die Fahrgäste alle eingestiegen sind. Natürlich hat man hier viel, viel Spielereien, Knöpfe, die man bedienen kann, Scheibenwischer kann man an- und ausmachen. So. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Schließen Sie die Türen. Zack, alle zu. Ah, okay, mit Tab kann man das auch machen. Mhm. Dieser Triebzug verfügt über einen Kombihebel, der Leistung und Bremse steuert. Derzeit ist dieser im Bremsbereich. Bewegen Sie den Hebel über die Ausstellung hinaus in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Und da geht's auch schon los. Oben rechts habe ich eingestellt, wie viel Meter zum nächsten Signal und die Höchstgeschwindigkeit, die jetzt uns erwartet. Jetzt bewegen wir uns, bringen mehr Kraft auf und konzentrieren uns auf das Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit. 100 km/h sollen wir erreichen. Gibt natürlich einen ganz normalen Tacho, aber unten rechts den HUD gibt es halt auch. Ein bisschen Leistung weg. Bisschen mehr. Zack. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Also ein Kombihebel ist natürlich die einfachste Art zu fahren. So, jetzt müssen wir nach Essen-Krai noch fahren. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wo wir losgefahren sind. Ich denke mal, das war auch Essen Hauptbahnhof. Das Einzige, was halt echt stört, ist diese flackernde Oberleitung da oben. Aber ist jetzt nicht so dramatisch. Wir sind zu schnell. Runter auf 90. So, passt. Die Bäume und die ganze Vegetation, das ist schon wirklich. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Sieht schon echt super aus. Gefällt mir wirklich gut. So, da sind wir auch schon gleich da. Oh, bremsen wir ein bisschen mehr. Ausrollen lassen. Sehr schön. Das hat auch gut geklappt. Fast eine Punktlandung hier. So, Türen entriegeln. Kann ich die Tür nicht aufmachen? Wieso kann ich die Tür nicht aufmachen? Ich kann nichts mehr bedienen. Okay, das ist wohl nur in diesem Tutorial hier. Wirklich klasse. Machen wir einen Screenshot.
So, einmal noch verriegeln. Versuchen Sie nun, den Zug ohne Anleitung zum nächsten Bahnhof zu fahren. Kriechen. Beachten Sie, dass vor der Ankunft eine Notbremsung erfolgt. Eine Notbremsung. Aha. Kann ich hier jetzt hier irgendwo? Nö, kann nichts machen. Gehen wir mal voll Stoff. Einmal über Wattenscheid. Wofür oben rechts diese Erfahrungspunkte sind, das weiß ich auch noch nicht. Was man sich dafür dann kaufen kann. Schön hier auch mit dem Graffiti. Seht ihr unten rechts diesen horizontalen Balken kombiniert mit dem horizontal und vertikal? Das ist halt, wenn der kleinere über der Mitte ist des horizontalen, dann gibt man Gas. Und wenn ich jetzt Gas wegnehme, fällt er nach unten. Und dann bremst man ab. So, einmal die Notbremsung. Die war ja angekündigt. Eine Zwangse. So nennt man das auch im Zockerjargon. So. Verwenden Sie die Handbremse, um den Zug zu halten, während das Bremssystem aufgeladen wird. Lösen Sie die Notbremse. Der Zug wurde zurückgesetzt. Er kann also weiterfahren. Ah ja. Kehren Sie wie zuvor zur Streckengeschwindigkeit zurück. Okay, also hier oben dann diese Federspeicherbremse. Und dann die Notbremse lösen. Kennt man ja. Bisschen Inspiration für Transport, wie wir holen hier. Also, ihr seht ja hier auch diese Böschung. Ist teilweise hier oder hier einfach mal ein paar LKWs neben den Gleisen. Bagger. Bisschen Containergerümpel hier. Denken Sie daran, die Bremsen frühzeitig und vorsichtig zu betätigen, um den Fahrgästen eine angenehme Fahrt zu bieten. Ja, ja, natürlich. Selbstverständlich. Machen wir doch. So, ein bisschen Bremsen rein. Oh oh. Na doch, das klappt. Das sollte klappen. So, einmal die Tür nochmal auf. Gute Arbeit. Damit wären wir alle schon. Grundlagen dieses Zuges durchgegangen. Die hier erworbenen Fähigkeiten können direkt auf ähnliche S-Bahnen angewandt werden.
Weitere Details zu den Steuerungen beider Züge finden Sie in der Anleitung. Okay. Und du? Bin ich gefangen. Okay. HRR Potential. Okay. Hier kann man dann sehen, die Beschränkungen und ob ich drüber war oder nicht. Das sieht ja alles sehr gut aus. Aber eine Goldmedaille erhalten und ja, würde sagen, das war's für die erste Folge Train Sim World. Also ich werde jetzt auf jeden Fall in Zukunft öfter Videos von Train Sim World bringen. Also mir gefällt das wirklich richtig gut. Und gerade der Aspekt, dass man hier nicht von 100 verschiedenen Entwicklern irgendwie Fahrzeuge und Strecken braucht, damit man überhaupt mal ein Szenario spielen kann, das gefällt mir schon ziemlich gut. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.